3000 Games. Ja. 3000 Games. Willkommen bei Simons verrückten Welt. Der Switch-Welt, wie man hier sehen kann. Weiter geht's mit dem dritten Teil, ja, drittes Quartal 2023. Und Simon hat viele Games. Ja, in dem Video kommen auf jeden Fall die ultimativen Banger. Ihr wisst ganz genau Bescheid, der dritte Teil ist immer... Ja, mega, da sind so die Creme de la Creme Games dabei. Ja. Der Simon, der hat ja natürlich auch immer hier das Auge dafür, sich die krassesten Sachen da hinzulegen, zu kaufen und und ja, ich fange jetzt an mit dem ersten Game, war glaube ich bei Amazon Prime Day im Angebot, und zwar Hello Neighbor 2, sogar in so einer Special Edition im Bier Backup Hänger included. Das ist halt sozusagen irgendwie so eine Katze oder so. Im Bier Edition oder so. Ja, nee, das steht... Steht doch da steht Imbier Backpack-Hänger included. Oh, Simon. Also auf jeden Fall in so einer Deluxe- oder Collectors-Edition. Ja, genau. Ne? Da ist halt noch was dabei. So ein bisschen so Goodies, ne? Ja. Ich weiß es nicht. 19 Euro kann man nicht meckern. Mann, das war voll geschenkt. Das war kurz nach Release irgendwie von dem Game oder so, mehr oder weniger. Das war noch gar nicht so lange draußen, das Spiel. Ja. Ich weiß es nicht, aber... Kann man auf jeden Fall nicht sagen. Nee, kannst du gar nichts sagen. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile wieder wesentlich teurer. Ja. Und gerade so in dieser Sammler-Edition, sage ich mal, mit dem Ding, super cool. Ich meine, super süß auch das Teil und so. Hat sogar meine Freundin gesagt, süß, pack das mal aus. Hab Schreck, patsch! Paff, Junge, hat's gemacht. Simon, hier wird nichts ausgepackt. Patsch, Junge. Ja, der Frauenschläger hier. Hey. Nee, ich hab das Spiel aus der Hand geschlagen, nicht die geschlagen. Ja, als ob der das machen würde, das gute Collectors-Ding. Ja, ja. Das wird nicht beschädigt. Nee, aber auf jeden Fall, ist ja eigentlich auch ein ganz witziges Spiel. Hello Neighbor wird wahrscheinlich den meisten was sagen. Ist ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen so ein Rätselspiel, würde ich schon fast schon sagen. Also man ist ja in diesem Haus von dem Nachbarn und muss da irgendwie so was, so ein Rätsel lösen, sage ich mal, ein Geheimnis lüften und sich irgendwie so ein bisschen vor dem verstecken und gleichzeitig irgendwie Sachen sammeln, kombinieren irgendwie. Genau. Ist ja schon der zweite Teil. Ja, ist der Grund, warum ich mir die anderen beiden noch holen muss. Es gibt ja noch den ersten Teil und so ein Hide and Seek, nennt sich ja das, der andere Teil, ne, so ein bisschen. Okay. Ich weiß gar nicht, was der damit zu tun hat, ob es so eine Art Add-on war oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst. Auf jeden Fall, die würde ich auch gerne noch haben. Ja, es gibt ja sogar bei Steam, meine ich, aus dem Universum von Hello Neighbor jetzt auch so eine Art Engineer-Game oder sowas. Okay. Also die bauen schon irgendwie auf diesem Universum auf, also von Hello Neighbor. Okay. Also da gibt es jetzt, glaube ich, aber noch nicht physical, sondern jetzt nur bei Steam. Okay. Aber ja, rollt anscheinend. Ne? Ja, genau. Genau. Ja gut, dann kommen wir hier zu einem schönen Spiel, Beyond Steel Sky. Bin ich auch bei Müller drüber gestolpert für 15 Euro. Ja, ist nicht schlecht. Ja, hat auch hier schon so ein paar eingedellte Ecken und so, aber es war einfach so, es ist aus der Laune heraus, habe ich es dann gekauft. Deswegen war es mir dann auch egal, es bleibt sealed, es ist Steelbook und du hast da, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Ahnung wie ich. Ja, ja, genau. Das ist ja Beyond the Steel Sky, ist ja letztendlich so der Nachfolger von dem Titel damals. Es fällt mir der Name, ich hatte es im Kopf, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Das war nämlich damals auch auf dem Amiga der ursprüngliche Titel. Also ich meine, es war Amiga. Ja, ansonsten blendest du es dann nochmal ein. Genau, ich kann es nochmal einblenden, den ersten Teil. Den habe ich nämlich damals auch gezockt. Fand ich super cool, ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Das geht halt irgendwie so ein bisschen mehr so Richtung 3D, also ist halt nicht mehr so dieses klassische 2D-Point-and-Click, sondern jetzt 3D. Ist auch irgendwie der zweite Teil, in Anführungszeichen, nach wie vielen Jahren auch immer. Ich meine, ist halt schon krass, wann der erste jetzt rausgekommen ist und wann die jetzt irgendwie den zweiten oder Nachfolger rausgebracht haben, ist schon echt verrückt. Ja, ja, wie gesagt, wer so ein bisschen so Rätselspiele mag, der kann sich das ja mal angucken. Hm? Ja. Nächstes Spiel habe ich auch überlegt zu holen.
Habe ich aber erstmal gelassen. Cult of the Lamb in dieser Deluxe Edition war auch war irgendwie bei Saturn, Mediamarkt, Amazon für 35 irgendwie im Angebot. Genau. Auf jeden Fall super geil für diese Deluxe Edition. 35 ja, mega, kann man echt nicht mehr. Kannst du gar nichts sagen. Ja. Und ist auch ein super cooles Spiel. Ist auch eigentlich echt gut angekommen, als das Game rauskam. Irgendwie bei Steam super oft verkauft. Ja. Und wie gesagt, dann halt auch jetzt in dieser Deluxe, in der normalen Edition für PlayStation, für Switch. Und ja, ist halt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, jetzt so Roguelike-mäßig, weil du ja quasi irgendwie, ja, dieses Kampfsystem quasi so ein bisschen top-down, du gehst halt durch diese Dungeons, du hast so deinen kleinen Kult, den du irgendwie so, ja, pflegen und hegen musst oder halt einfach abmorksen musst. Ist auf jeden Fall super interessant, cooles Game. Ich denke mal, die, also viele werden es schon kennen, weil das, wie gesagt, ist auch ein bisschen gehypt gewesen. Ja, klar, 35 natürlich. Für so eine Deluxe. Kannst auf jeden gar Fall geil. Sagen. Ich bin halt sehr positiv überrascht, dass Devolver halt diese Games dann letztendlich hier auch in der Physical rausbringen. Ja. Dass viele Titel, wo du denkst, oh, das sind coole Indie-Spiele, ja, kommen dann hier auch raus, Physical, und dann kannst du zugreifen. Naja, Devolver hat gut den Markt gecatcht hier bei uns in Deutschland. Definitiv. Das ist schon geil. Gut, es geht dann weiter mit Tales of the Symphony Remastered, und das ist diese Chosen Edition. War auch hier eigentlich ein Schnapper für 30 Euro. War dann irgendwann mal auch beim Mediamarkt Saturn runtergesetzt zu einer Zeit, wo diese Chosen Edition beziehungsweise die diese Chosen Edition halt nicht mehr so oft im Regal lag, und bin dann auch in den Mediamarkt am Arsch der Welt gefahren, wo eigentlich immer noch viele so Sachen rumliegen, und dann war es halt auch so, habe ich dann damals direkt zweimal gekauft für mich und einen Kollegen. Ja. Und ist halt ein JRPG. Ja, ist ja. Genau. War das ursprünglich, was war das, GameCube oder so? Müsste ich mal nachgucken. Ja, müsste man jetzt mal nachgucken. Ist ja auch quasi so ein Remake oder Remaster. Genau. Steht ja auch, glaube ich, drauf. Steht ja auch drauf. Ja, ne? Genau. Mit sehr viel Bonus und halt sieht auch super geil aus und eigentlich auch ein Game, was man mal zocken sollte. Ja, also wenn man das Original auf jeden Fall noch nicht gespielt hat, dann wird es wahrscheinlich da auch mal Zeit. Und ich glaube, ich muss mich auch dazu verleiten lassen, das mal zu spielen. Ja. Ja, nächstes Spiel. Tunic, auch noch gar nicht so lange draußen. Simon hat es wahrscheinlich so ein bisschen zu Release geholt, 45 Euro, direkt, war ja direkt zu Release geholt, ja. Eingepackt, die Pristine Edition. Ja. Und ich werde es mir auf jeden Fall auch noch holen. Ist ein super cooles Spiel, ist so ein Zelda-Klon. Man spielt halt diesen Fuchs und ist auch super angekommen. Mega krass angekommen. Also echt super cooles Game. Gab's ja auch schon lange, lange vorher für Steam. Beziehungsweise digital. Ja, genau. Und als sie dann die mit dieser Physical rausgerückt sind, da ist das ja hart eskaliert. Die PEGI-Version beziehungsweise die AMI-Version, die war ja auch sehr schnell so ausverkauft. Und dann irgendwann kam ja auch raus, dass das bei uns als USK kommen soll. Ja. Und da konnte ich das zum Beispiel noch, konnte ich die eine Version noch stornieren und habe mir dann halt die USK bestellt damals. Ne? Ja. Wobei die ja richtig schrottig ankam von Amazon. Ja. Und dann habe ich sie dann halt bei Amazon zurückgegeben und mir beim Saturn dann nochmal neu geholt, weil beim Saturn standen die dann doch schon hier pristine. Genau, jetzt kommen wir zu einem Spiel. Und zwar haben wir nämlich hier ein Spiel von Premium Edition. Ja, das ist dieses Daybleed Pixels. Ist halt so ein, was haben wir nochmal gesagt gehabt? Hier so ein Action-Adventure von der Seite, Side-Scrolling-mäßig. Ah, ja, ihr seid da im Prinzip so ein kleines Mädchen, was gegen so außerirdische Monster kämpft oder Monster allgemein kämpft, und die bluten halt Pixel. Ne? Ist auch ziemlich brutal, das Game, obwohl es eigentlich Grading Teen hat. Gibt es auch so nicht bei uns, kann man wirklich nur über Premium Edition kaufen. Gibt es noch in einer Retro Edition, die war mir dann aber ein bisschen zu teuer, weil die war auch bei Premium Edition Instant ausverkauft. Mm. Und ich habe diese Version habe ich dann bei VGP bekommen, hat aber immer noch gekostet 52 Euro. Mm. Was aber jetzt echt nicht viel, nicht wirklich teuer ist, wenn man mal guckt, was die Teile so kosten. Ich glaube, das günstigste, was ich bei eBay mal gesehen habe,
Da haben sie aber noch nicht so viele Leute angeboten bei eBay, war 180 Euro. ich denke aber mal, ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt. Ja. Auf jeden Fall als Physical auch eher ein Collectible, ja, wie ein Game, was man so aufrippt und dann zockt. Ja, wo wir bei Collectible sind. Nächstes Game, Arietta of Spirits. Und zwar in so einer coolen SNES-Edition-mäßig. Retro-Edition. Brody. Sieht halt so aus wie halt ja so ein Super Nintendo-Spiel. Ich meine, das Logo hier erinnert ja auch stark daran. Ja, dieses genau. Hier unten so ja, SNES, klar, natürlich ist halt extra so gemacht. Ja, ja, ne? Genau. Also auf jeden Fall super cool. Sieht auch eigentlich sehr interessant aus. Auch ja, so ein mega. Bisschen wie so ein Zelda-Spiel. Genau, irgendwie, genau. So ein Zelda-Klon. Ja. Und ein bisschen ja. nicht ganz so wie dieses Arrow Heart, was ja wirklich so Hardcore-Pixelig war. Das ist schon ein bisschen... Ja, die Grafik erinnert halt schon ein bisschen leicht neumodisch. Ja, genau, ne? Aber super geil. Gab es halt auch bei Red Art Games. Und Red Art Games hat die auch immer als Standardversion. Und dann Red Art Games hat aber auch immer diese Retro Editions, beziehungsweise hier heißt sie ja auch Red Edition. Und das bringen die für viele Spiele raus und die sind halt immer limitiert und das gibt's halt auch nicht mehr. Das ist schon ausverkauft. Zahlt 64 Euro. Genau. Aber in der Edition auf jeden Fall cool. Und wie gesagt, ist halt so ein Collectible, das legt man sich halt irgendwie ins Regal. Und genau. Wär natürlich auch mega interessant, das mal zu zocken. Ne? Ja. An der Stelle. Aber ne? Wir kennen den Simon. Ja, wir kennen den Simon. Aber vor allem ist halt auch wieder so eine Preissache. Ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob man das Spiel... ich nehme mal an, dass man es auch im E-Shop kaufen kann. Ja, oder du könntest ja die normale Version bestellen. Oder so. Dann bezahlst du, glaube ich, nur 40 Euro mit Versand oder so. Also. Ja, also so Collector's Editions, die lässt man dann meistens auch eher eingepackt. Ja, ne? Genau. Ja. Genau, apropos Retro-Version, hier haben wir noch eins. Und das ist auch wieder von Premium Edition. Und zwar dieses Robot named Fight. Der Justin kennt es auch. Ja, genau. Es ist halt so ein Roguelite, Metroidvania-mäßiges Spiel. Und ich habe es mir damals sogar tatsächlich im E-Shop geholt, weil ich irgendwie auf so einem Trip war. Ich bin ja ein riesiger Fan von so Roguelites, gerade auf der Switch unterwegs mal eine kurze Runde machen und so. Und das war halt auch einer der beliebteren Titel, sage ich mal. Vielleicht auch so ein bisschen so ein Hidden Gem. Und ja, jetzt gerade in so einer Collector's Edition ist es natürlich dann auch nochmal was Schönes, was Feines. Definitiv, war auch ausverkauft, ist auch extrem teuer mittlerweile geworden. Ich habe dafür auch bezahlt, 73 Euro, auch wieder über VGP. Man hat einfach das Glück mittlerweile, dass VGP, die stecken ihre Finger auch in sehr viele Bereiche. Und weil es läuft eigentlich gut da und Premium Edition, die ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, die verschicken gar nicht nach Deutschland. Oh, okay. Du kannst auf die Seite gehen, ich meine, das war Premium Edition, du kannst auf die Seite gehen und dann steht da irgendwo, dass sie halt nicht nach Deutschland verschicken. Ich kann aber auch sein, dass ich mich vertun, ich meine, aber es war Premium Edition. Können ja nochmal nachgucken. Ja, können wir nachgucken. Ist auch egal, auf jeden Fall über VGP bekommt man die auch ganz oft zu demselben Preis, weil VGP nimmt da jetzt nicht mehr Geld, nur weil sie es dann von Kanada aus nach Deutschland verschicken. Ja. Und Premium Edition Games sind so oder so immer teuer, gerade diese Retro Editions oder Collectors Editions. Ja, Deluxe Edition, machen wir direkt weiter. Getsafuma denn, oder wie man immer das ausspricht, ist halt auch so ein Titel, der jetzt relativ neu ist, vor kurzem rausgekommen als Physical Edition, gab es schon was länger, zum Beispiel im E-Shop. Und hatte ich auch schon mal auf dem Schirm. Sieht halt sehr, sehr besonders ich aus. Ich kenne das nur durch dich. Ist halt so ein bisschen, auch so ein Roguelike-mäßiges Game. Und wie gesagt, ist halt ein Konami-Titel. Ist auch irgendwie schon was Besonderes, finde ich. Gab es jetzt hier in dieser Deluxe Edition direkt zu Release 60 Euro. Ja. War halt dann was teurer. Aber ist auf jeden Fall ein super interessanter Titel. Wie gesagt, Artwork mega geil. Also ich weiß nicht, ob es ein bisschen erkennbar ist. Ist halt einfach, sieht sehr besonders aus und finde ich auf jeden Fall auch super cool. Werde ich mir auch holen. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann in der Deluxe Edition mache oder halt in der Standard Edition. Ich kenne es ja nur durch dich. Du hast es mir irgendwann mal gezeigt und dann dachte ich mir, oh nice. Und dann haben wir ja gesehen, dass es ja diese Deluxe und diese Standard-Version gibt, 40 zu 60 Euro. Und dann dachte ich mir, ja komm, ja, dann grabe ich mir mal die...
Und es war tatsächlich auch so, die haben wir ja bei Amazon bestellt und auch da hatte ich mehrere von bestellt und die waren halt, also selbst das hat hier unten, das ist ja wieder in dieser Frischhaltefolie eingewickelt, Ja. total schäbig immer. Frage ich mich auch immer, wer kommt auf so eine Idee und das hat auch hier. Nee, doch Einen nicht. Ich kleinen Dings. dachte, auf einer Seite hätte es irgendwie so einen Knick, das ist ja auch öfter mal so der Ah. Fall. Auf jeden Fall ist es an den Ecken leider so ein bisschen aufgegangen, aber Ja, das ist halt so egal. leider irgendwie das Problem bei vielen Titeln, die halt etwas größer sind. Durch Deluxe Edition war bei Tunic so, ist bei hier diesem Getza Fumerden, wie auch immer, auch so. Bei hier dem Destor war es leider auch so. Man kommt einfach nicht drum rum, irgendwie, ich glaube, sich da so eine perfekte Edition rauszuholen, da muss wahrscheinlich schon 50 Stück bestellen und dann aussortieren. Also ist leider so, aber so schlimm ist es ja auch nicht und die anderen werden halt genau das gleiche Problem haben. Ja. Ne? Ist halt so. Ja, Gut. dann das letzte Spiel, Baldo, The Guardian Owls, auch in so einer ja, ganz besonderen Edition, The Ja. Three Fairies Edition. Genau. Und ja, was soll man dazu sagen? Schon ein krasses Ding hier, ne? Ist auch hier Das. Pixel Love Ja, Pixel Games. Love, genau. Ist auch, die haben da dieses Baldo auch als diese Special Edition rausgeknallt. War auch gar nicht so günstig. Die haben sich das echt bezahlen lassen. Ich weiß auch nicht. Ich meine, die wären nur auf 2000 Stück limitiert. Ich meine, die wären aber auch noch verfügbar. Ist halt auch so ein bisschen Zelda-mäßig wieder. Du auch wieder so ein kleiner Junge mit Schwert und Schild. Bisschen auf jeden Fall 3D. Bisschen Ja, Top-Down meine ich sogar, ja. Ja, es ist ne? so. Also, es erinnert vom Artstil sehr an Studio Ghibli irgendwie. Also, es ist sehr, sag ich mal, so kindlich gehalten. War damals auch, ich weiß nicht, wenn ich mich recht erinnere, damals war das schon sehr gehypt. Dann waren die Leute so ein bisschen ernüchtert, weil das nicht so gut gelaufen ist, wie es sich die Leute vorgestellt haben. Wurde aber mit der Zeit dann auch gepatcht, etc. Und jetzt hat man halt so eine schöne Deluxe Edition. Genau. Also Man kann es auch super normal cool. kaufen, aber ich wollte es halt dann doch einfach als diese Deluxe Edition haben oder Collectors Edition. Das ist auch hier, hat auch ein Ziel drauf. Also es ist halt Quatsch hier, so ein Also ein Siegel, ne? Siegel, genau. Ja. Siegel. Was ein bisschen blöd war, hier ist halt so ein Barcode noch drauf, aber den habe ich jetzt nicht abgemacht wegen der Authentizität. Authentizität, ja. Ja. Genau. Das waren jetzt erstmal diese Diese ganzen ganzen Deluxe. letzten Deluxe Ja. und Collectors Edition. Next Next. Tower. Next Tower. Okay, komm, ich fange mal an. Wir haben hier einmal das Chanté. Chanté and the Seven Sirens. Sirens? Yes. Sirens, bitch. Seven Sirens? Und das hat 27 € gekostet, ist auch bei PlayAsia bestellt, ist auch hier von Arc System Works. Und die bringen auch viele Games raus, viele gute Games. Ja, das ist halt so ein Beat'em'up Ja, ist nur so ein Adventure. Side-Scroller, Genau. Jump'n'Run-Dings, ne? Ist ja auch, gibt es ja in Japan, glaube ich, kein Anime, aber eine Serie zu, komm, Kinderserie oder so. Kann sein. Ja, Also es gibt ja. ja auch mittlerweile super viele Spiele. Also ich glaube, ich gibt es ja auch schon seit Gameboy-Zeiten irgendwie, glaube ich. Ich meine, es gab es sogar auf dem Gameboy-Titel. Ja. Also das ist schon eine lange Reihe mit vielen Spielen. Ja. Und spielt sich auf jeden Fall gut. Also erinnert mich so ein bisschen an diese alten Titel halt, so dieses, ja, weiß nicht, so auch alte Gameboys. Wie gesagt, du läufst von links nach rechts, schlägst die Gegner, hast so ein, ja, so ein Adventure halt. Ist Ja. cool, auf jeden Fall. Sind auch eigentlich sehr beliebte Titel. Habe ich schon gesagt, 27 €, also eigentlich gar nicht so viel, wenn man Nee. mal überlegt, was das auf eBay und so kostet. Die Leute wollen richtig viel Geld dafür. Das Coole ist, obwohl es jetzt auf Japanisch ist, das Cover hat man hier immer noch Englisch mit drauf. Das ist ja das, was wir schon öfter mal gesagt haben. Wenn ihr euch diese Asia-Version kauft, dann habt ihr ganz oft das Glück, dass es auch ein Englisch-Cover ist. Beziehungsweise die schreiben dann auch immer in Klammern dazu, entweder ob es Ja. ein ganzes englisches Cover ist oder halt englische Sprache mit integriert wurde auf dem Ja, Cover. gut.
Ja, noch was. Grandia HD Collection, auch super geiler Titel. Super geil. Ja, von damals, braucht man, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Ist, glaube ich, auch PlayAsia, ne? Ist PlayAsia-Version. PlayAsia. Gibt es auch immer noch da zu holen, falls ihr Interesse habt. Ja, also definitiv Grandia. Ja. Das gab es ja nur noch über Limited Run. Viel zu teuer. Das Cover ist so ähnlich bei Limited Run. Da ist das nur ein bisschen tiefer gesetzt irgendwie hier vorne. Also hier das Ganze hier oben ist halt tiefer gesetzt. Es gibt ja drei Arten von Covers. Einmal das von PlayAsia, also sag ich mal die japanische Version oder die asiatische Version. Dann gibt es einmal das Cover von Limited Run, also die US-Version, was fast gleich aussieht. Und dann gibt es ja unsere Europa-Version und die sieht ja mal richtig scheiße aus. Also nicht nur, dass das Game mega teuer ist bei uns, das Cover sieht einfach richtig räudig aus und das Limited Run war mir einfach zu teuer. Hab jetzt hierfür bezahlt 50 Euro als Import. Das Cover gefällt mir sowieso am besten bei der Version und ihr habt auch Englisch hinten drauf. Also es ist wieder so ein Mischcover mit Japanisch-Englisch. Und für meiner Meinung nach die beste Version, die man sich kaufen kann, finde ich persönlich noch besser wie die von Limited Run. Super gut erhältlich für uns an der Stelle. Ja, auf jeden Fall nice. Ja, dasselbe auch hier mit Chrono Cross und zwar The Radical Dreamers Edition. Und ist halt einfach Chrono Cross, so wie ihr das von früher kennt, mit diesem Add-on von damals noch. Also hier ist der ganze Content, da gab es ja später noch ein Add-on mit dazu. Ich glaube, der war dann digital nur am Anfang zu kaufen im Shop. Irgendwie sowas oder auf einer anderen Version. Auf jeden Fall war der ja nie bei dem Originalspiel mit inbegriffen. Und auch hier einfach schön für die Switch rausgebracht von Square Enix. Ein bisschen älter schon. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein Titel, den würde ich mir auch, glaube ich, irgendwann mal holen. Habe ich auch bei PlayAsia gekauft für 46 Euro. Ist das englische Cover. Und was ich schon immer mal anmerken wollte, ist hier mal aufgefallen, dass diese... Das war bei mir bei den PlayAsia Games auch so. Ja. Ich habe ja die Dings gekauft. Ich weiß es gerade. Ja. Da ist immer der Schlitz. Ja, hier ist es nämlich auch so. Ja. Ich wollte das mal anmerken. Das ist nämlich auch mal ein guter Videobeweis für die Zukunft, dass das kein Repacking nachher ist, sondern diese Schlitze an der Seite, die sind komischerweise immer bei diesen Asia oder Japan Games am Start. Ja, immer. Hier auch. Ne? Das hier habe ich schon ausgepackt, aber wie gesagt, das ist, wenn man sich PlayAsia Games holt, da ist irgendwie jedes Mal ist hier irgendwie so ein Schlitz. Und das wollte ich mal anmerken, dass man da nicht denkt, dass, weil da könnt ihr noch so nach einer Pristine-Version suchen, die werdet ihr nie finden, weil das ist, beziehungsweise ist ja immer noch Pristine, es ist halt, kommt ja aus der Produktion so raus. Genau. Ja. So, jetzt kommt der Banger, Junge, der teure Banger. Oceanhorn, das ist der erste Teil, Monster of Uncharted Seas. Ja, es gab irgendwann mal, glaube ich, auch Nachfolger. Genau. Jetzt muss man natürlich auch hier diesen ersten Teil haben und der ist, was soll ich sagen, 104 Euro teuer gewesen. Der war teuer. Da hat der Simon in die Tasche gegriffen. Ja. Aber ja, so ist das halt manchmal, ne? Ja. Da gibt es halt so Spiele, die sind dann weg und irgendwie will man die dann doch noch haben und dann muss man halt. Ja. Es ist, Oceanhorn ist so ein bisschen an mir vorbeigeflogen, wurde auch, glaube ich, über Limited Run vertrieben, ist ja auch hier hinten drauf, das Limited Run-Logo und deswegen geht es auch als Limited Run-Titel durch und das ist einfach so gewesen, dass den Preis hat eigentlich nur der Versand und der Import gekillt. Okay. Der Typ, der das mir aus USA verkauft hat, wollte gar nicht so viel Geld dafür. Wenn man mal bedenkt, was die Leute hier aus Deutschland wollen. Ich hatte dir ja eben erzählt, da ist einer, der will genau 499 Euro für das Spiel haben. Und weil ich den zweiten Teil dann nochmal über VGP als Reprint bekommen habe für 44 Euro, das ist jetzt Oceanhorn 2, Knights of the Lost Realm, wollte ich natürlich auch den ersten Teil dazu haben und dann habe ich mir das halt nochmal nachträglich bei jemandem aus Amerika bestellt. Ja, so ein Adventure-Game, ne? Irgendwie. Genau. Ja. Action-Adventure. Action-Adventure 3D. Genau. Supergeile Games. Eigentlich viel zu schade, die mal nicht zu
zocken. Ja, aber ich habe tatsächlich den ersten Titel auch, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob es sogar PS Vita war. Ich könnte sogar sein, dass der erste auf der PS Vita war. Ich meine, aber ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man den auch für kleines Geld mal im E-Shop kaufen kann, weil so ein Game rippst du nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee. Ja, ja gut. Jetzt kommt, ach nee, Moment, du bist, glaube ich, dran, kann das sein? Ist nee, auch egal. Mach mal. Psycho Collection, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, oder Psycho, ne? Psycho, Volume 1, da sind, glaube ich, mehrere Games drin. Das sind, wenn ich mich jetzt nicht vertue, so Shoot-em-up-Games. Genau, Schmapp-Games oder Bullet Hell, wie auch immer. Genau, Bullet Hell, genau. Hell Bullet. Und davon gab es nicht nur eins, sondern... Genau, davon gab es insgesamt, gab es davon drei Stück. Ja. Und die habe ich mir alle drei gekauft. Das hat gekostet... Das waren 38. Das waren 40, der zweite Teil. Und das waren auch wieder 38 Euro. Schön die Collection. Genau, und auch hier wieder von Arc System Works. Ja, die ballern momentan viele alte Klassiker raus in so Collections. Mhm. Und ja, ich bin ja eh so ein Collection-Freak. Ne? Bei mir ist das immer so... Wenn man mal auch Collections als Investment betrachtet, schon für ältere Konsolen, dann sind das eigentlich immer Spiele, die so richtig eskalieren im Preis, weil du halt ultra viele gute Titel auf einem Modul hast. Mhm. Und deswegen, ja, vor allem finde ich das halt cool, wenn man dann wirklich so mehrere Games in der Reihe hat. Ne? Du hast halt genau. quasi erste Volume, zweite Volume, dritte Volume. Genau. Das heißt, das hört auch irgendwie zusammen. Ja. Ist, sag ich mal, eine Collection von Collections. Ja. Es gibt noch ein Modul davon, also noch eine Reihe. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob da teilweise dieselben Spiele drauf waren wie auf diesen drei Reihen in dieser Trilogie. Muss ich nochmal nachgucken. Ansonsten kaufe ich mir die auch noch, aber die war schon ein bisschen teurer, weil... Ja, okay. Aber egal, machen wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Gut, dann habe ich hier ein Game, da bin ich drüber gestolpert am Trödelmarkt, und zwar das ist dieses Beast Quest, und das ist auch nicht mehr sealed, das ist tatsächlich ausgepackt. Ja, da war ich am Trödel mit meiner Freundin, und da war jemand auch, der hatte eine riesige Collection an Games, auch noch Retro-Games, super geil, hat auch echt gute Preise gemacht. Nur bei dem Beast Quest wusste er leider nicht, was er da am Tisch liegen hat, bin ich mir ziemlich sicher. Er wollte für das Spiel ursprünglich 50 Euro haben, dann habe ich mal recherchiert im Internet, und das fängt bei eBay einfach mal bei 140 Euro an, krass. Gerippt. Ja. Ist sogar die USK-Fassung, das gab es dann auch nur in, das gibt es dann glaube ich auch noch in der US-Fassung, das ist ja sowas wie Herr der Ringe, das ist ja, ursprünglich gibt es ja ein Buch davon. Ah, okay. Und dann haben sie das Spiel dazu rausgebracht. Ich habe jetzt 40 Euro dafür bezahlt, weil der Typ auch noch mal 10 Euro runtergegangen ist, das ist halt am Trödel so, da wird immer ein bisschen gehandelt. Ja. Von daher, direkt mitgenommen, habe es vorher auch noch nie gesehen, habe es dann mal angezockt. Ja, ich sag mal so, Spiel zum Buch. Ja, also es soll sehr gut sein, auch sehr detailgetreu. Man ist dieser kleine Junge, und es gibt halt diese Biester auf dem Planeten, auf dieser Erde, vier Stück insgesamt, und die sind irgendwie so verflucht. Und diesen Fluch kann man brechen, weil die dafür gesorgt haben, dass die Welt im Einklang ist. Okay, ja. So, und der Junge ist halt dann einfach so der Auserwählte. Aber ich hab's mal angezockt. Du meinst wirklich, das ist so ein Early... Access oder was? Nee, so ein Early PS2-Title oder so. Okay. Also du bist wirklich, du bist so voll in die Steinzeit zurückgeschmissen. Und es ist für die... Switch sehr grenzwertig, muss ich sagen. Also dafür, dass es schon so... Die Grafik meinst du jetzt ja, auch so? Ja, das auch die Performance auf der Switch. Das gibt's ja auch für PS4 und ja, keine Ahnung. Also ich will es auf jeden Fall mal durchzocken, aber... Ja, jetzt ist es ja eh gerippt quasi. Also es war gerippt, ja, genau. Und eben, also... Why not? Ja. Ja, was haben wir denn hier? Uniken und Odalis Collection. Sieht aus wie... Ja, so ein Metroidvania-Spiel. Also genau. Vielleicht kann man es hier hinten so ein bisschen erkennen. 8-Bit. Genau. Sieht auf jeden Fall super interessant aus. Hat bezahlt 23 Euro. Ja.
kann man nichts gegen sagen. Nee. Vor allem scheinen sie ja zwei Spiele zu sein. Genau. Die, ja, das auf jeden Fall ganz cool sind hier. Features, 8-Bit-inspired Pixel Art and Music, 6 difficult Missions, 18 Bosse, Boss Rush Mode, Cinematic Cutscenes. Genau. Also da ist auf jeden Fall einiges drin. Und vor allem, wie gesagt, zwei Spiele. Genau. Das heißt, man kann da auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Sind auch richtig gute Games. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das ist ja ein PlayAsia-Exclusive. Ah. PlayAsia bringt auch Exclusives raus. Und das ist der 5. Exclusive. Hier, guck mal an der Seite. Hier, ja, meinst du? Ja, das ist ja eine Nummerierung. Das heißt, selbst PlayAsia bringt mittlerweile exklusive Spiele auf Modul raus. East Asia Soft, ja. Ja. Witzig. Und das ist halt das eins davon. Die anderen fand ich bis jetzt noch nie so aufregend wie das. Deswegen habe ich mir das jetzt mal geholt. Ja, wieso nicht? Ja. Vor allem gerade so PlayAsia Exclusive. Vielleicht ist das auch... Hast du ja so selbst, du hast noch nie was davon gehört. Ja, genau. Ja. Gut, dann habe ich hier einmal die Dragon Quest Trilogie, Teil 1, 2 und 3. Kam ja auch raus. Ist ja auch... nicht PlayAsia Exclusive, aber es ist halt einfach Japan Exclusive, ne? Oder Asia Exclusive. Ist auch mit dem englischen Titel. Das ist wieder mal das Geile daran. Also eigentlich macht man hier nichts falsch. Mm. Square Enix, drei richtig geile RPGs auf einem Modul. Dragon Quest halt, jeder kennt die neueren Teile, aber keiner kennt die Vorgänger. Ihr könnt es aber auch für Switch haben. Habe ich bezahlt 55 € für bei PlayAsia bestellt. Und das gibt's aber auch zum Beispiel bei Coolshop oder so. Ja. Aber dann teilweise für einen Zehner mehr, 5 bis 10 € mehr. War jetzt bei PlayAsia am günstigsten tatsächlich. Ja, super. Ja, dann Romancing Saga, wie ist das? Minstrel Song Remastered. Genau. Die Games sagen mir jetzt persönlich nicht so viel. Habe ich irgendwie, glaube ich, auch so damals noch nie auf dem Schirm gehabt. Habe die auch schon mal bei PlayAsia gesehen. Das sind so JRPGs. Und ja, also bezahlt 39 €. Da gibt es ja quasi so eine ganze Reihe mehr oder weniger von. Genau, das ist jetzt das letzte Romancing Saga, was rausgekommen ist. Oder Romancing Saga. Das ist so gesehen der Remaster vom ersten Teil. Also was ich nicht vom ersten Teil. Davor gibt es noch viele andere Teile. Aber das von dieser Romancing Saga-Reihe ist das der erste Teil. Jetzt als Remaster gedroppt. Mhm. Und es ist super geil. Das ist im Prinzip der... könnte man schon ein bisschen sagen, so der Ur-Grundstein für diese Octopath Traveler-Sache. Mm. Weil hier bei dieser Game-Reihe von Square Enix fing das an mit diesen mehreren Einzelnen Charakteren. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Ne? Und darauf haben die dann das Ganze auch immer aufgebaut. Die gab es für PlayStation 1 damals, sind auch extrem teuer, wurden auch hier so ein bisschen überarbeitet und so ziemlich geil. Ja, eigentlich nicht schlecht. Genau, eigentlich auch auch mega interessant für dich bestimmt. Ja, mit Sicherheit. Ja, genau, das ist jetzt der erste. Dann habe ich natürlich Romancing Saga 2 mir noch gekauft, solange es noch möglich war. Leider habe ich das Game nur mit dem Japan-Cover bekommen. Das gab es, glaube ich, auch als komplettes englisches Cover. Das ist so ein bisschen Mischcover. Man hat hier immer noch Englisch mit drauf, aber ja. Romancing Saga 2 hat gekostet 39 € auch. Genau, und der dritte Teil muss natürlich dann auch in die Sammlung rein, hier Romancing Saga 3 für 47. Komplett auf Englisch aber wieder. Ja, genau, ja. Ne? Kann man vielleicht erkennen. Also ist auf jeden Fall komplett englisches Cover. Genau. Ist ja auch immer ganz schön, wenn man halt die englische Version genau. hat. Genau. Ja, die Saga-Reihe geht dann weiter mit Frontier, auch wieder als Remaster. Bezahlt 38 € ist so gesehen der Saga Frontier. Ist der erste Teil aus der Reihe. Es gibt noch Saga Frontier 2. Ist aber bis jetzt noch nicht gedroppt auf Switch. Ich denke aber mal, die werden es noch machen. Genau. Es würde nämlich Sinn machen, weil... es hier noch einen anderen Teil gibt. Genau. Saga Scarlet Grace.
Genau. Also Scarlet Grace Ambitions ist ja dann ja wahrscheinlich der dritte oder was? Ich also weiß jetzt nicht genau, ob es genau der dritte Teil ist oder ob es auf jeden Fall eine Fortsetzung ist von dieser Saga-Reihe. Ah ja, okay. Ja. Ja, hat gekostet 33 Euro. Kann man auf jeden Fall nichts sagen. Vor allem, jetzt hast du die ganzen Games, da musst du ja natürlich dann auch noch mit in die Sammlung sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die waren jetzt auch nicht so teuer und diese Saga-Reihe, die älteren Titel sind halt schon gut was wert. Und die Games sind halt auch cool. Es sind ja auch teilweise so RPGs, ein bisschen mit so Runden basiert und eigentlich super geile Games. Immer mit, da wo Deutsch ist, ist auch Deutsch und da wo halt, also Englisch ist Minimum immer mit dabei. Ja. Ja. Nächste Reihe. Genau. Nächste Collection ist die Super Robot Wars und hier wird es wieder ordentlich teuer. Die sind leider nicht so günstig, die Games. Auch eher wieder was für so Collectibles. Das ist auch wieder so eine Japan-Serie und darauf sind dann auch die Games drauf aufgebaut. Ne, was hatten wir nochmal gesagt? Das sind ja auch so. Das waren so Tactical Games. Ne? Genau, ja. Tactical Games. Und hier sind dann immer so ganz viele verschiedene Szenarien, kann man da im Prinzip abspielen, die es dann unter anderem auch in der Serie gab. Und das fängt dann einfach an mit dieser, zumindest auf Switch, da gibt es auch wieder, das geht wieder bis hoch zum Super Nintendo oder irgendwie sowas. Ja. Bei der Switch fängt das dann an mit Super Robot Wars T. Habe ich bezahlt 53 Euro. Genau, dann nächster Super Robot Wars V oder W, wie spricht man es aus, genau. Ja, 47 Euro ist dann der, ist das dann wahrscheinlich genau, der Nachfolger der, genau, oder wie auch immer. Genau, T war der Anfang, dann kam V. Ja, ist, ja, muss sagen, erinnert mich immer so ein bisschen an Gundam. Ja, genau. So, weißt du, von diesen Robotas. Ja, oder ja, genau, die, genau. The Robots. Ja, ja. Soll auch richtig gut sein. Ne? Mhm. Ja, dann ging es weiter mit Super Robot Wars X. Und das geht dann schon in die Tasche. Der X ist, glaube ich, so der teuerste von den drei. Da habe ich jetzt bezahlt 76 Euro für, was noch günstig war. Mhm. Ja, hätte man vielleicht damals bei PlayAsia noch beim Release besser bekommen können. Auch eher so in dem 50-Euro-Bereich. Aber gut, ist jetzt nun mal so. Ich wollte auch in jedem Fall die englischen Cover haben. Das war mir bei der Reihe ultra wichtig, dass ich, wenn überhaupt, die englischen Covers habe, was jetzt auch so der Fall ist. Ja. Genau. Genau, und eins ist zu hier immer noch Letzt. Super Robot Wars, was ist das, 30? Ja, genau. Quasi. 30 ist halt so, ich glaube, so das ist Anniversary zum Jubiläum. Oder genau. Ah ja, okay. 30. Ist jetzt quasi hier der 30er Teil. 30 70 hier. Euro, auch wieder ein teurer Titel. Ja. Aber ja, was soll man sagen, englisches Cover und muss natürlich dann auch in die Sammlung, damit man das Ganze hier ein bisschen vervollständigt. Ja, ich habe alle vier Teile in meiner Sammlung, bam, Englisch Cover, jetzt bin ich da, Junge. So Games, von denen ich noch nie was gehört habe und er kauft sich direkt hier so ein 4 Stück davon. Ja, keine Ahnung. Ja. Ist halt, ich mag sowas halt, ich mag diese underrated Games und wie gesagt, so underrated, die sind ja nur bei uns so underrated, weil das halt einfach nicht bei uns irgendwie im Fernsehen läuft oder so. Ne? Ja, ja. Aber klar, solche Titel, die, das sind halt wieder so, ja, warte mal ab, ein paar Jahre. Ne? Ja, ja. Genauso wie das gute Dead or Alive Extreme. Jeder kennt's, das gab's ja damals schon für Xbox. Da werden die ganzen, ja, ganzen sexy Ladies aus den Dead or Alive Teilen, die treffen sich dann auf der Insel zum Urlaub machen und spielen halt nur Volleyball. Und das ist halt dieses typisches Fanservice-Game. Ja, Dead or Alive Extreme 3, also der dritte Teil in der Scarlet Edition, beziehungsweise Scarlet heißt es dann noch. Und es ist sogar in Japan so zensiert, das Cover. Die siehst du ja, das wurde hier extra überklebt. Ah, okay. Ne? Die haben halt auf der, das ist halt eingeschweißt und auf der Folie wurde es halt dann nochmal abgeklebt. Deswegen, man sieht es jetzt vielleicht mal, wenn ich so dran halte, ihr seht, das ist halt hier, ist ein Aufkleber drauf. Na, ist auch egal. Es ist halt einfach nur für die Collection. Es ist halt so, ja, ihr spielt da halt Volleyball, könnt da sehr viel freispielen noch mit Punkten und so.
andere Bikinis, andere Outfits. Ja, ist einfach nur ein Collectible für mich, ne? Ah ja, Collectible. Der Simon, ah, geil. So, nächstes Spiel, Etrian Odyssey. Kann man natürlich den Titel jetzt nicht ganz lesen. Ist der erste und zweite, dritte Teil in einem HD Remaster. Ist ja auch noch nicht so lange draußen angekündigt. Mhm. Ist auf jeden Fall cool, ursprünglich. Vom 3DS. Genau, ne? Vom 3DS. Da habe ich auch mal einen Titel angespielt. Ist halt so ein Dungeon Crawler, so wie man es wirklich damals kennt, von den ganz alten Spielen, sozusagen in der Ego-Perspektive, wo man dann Dungeon Crawler-mäßig durch so einen Dungeon durchläuft. Ich glaube, da war es nämlich auch so, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass man sich den Dungeon auch selber so ein bisschen aufzeichnen musste. Man hat ja mit dem DS so einen Stift gehabt und damit man sich sozusagen selber den Weg auch irgendwie so ein bisschen einzeichnen kann, wo man lang muss. War eigentlich ganz cool, weil der DS ja natürlich auch so Touch-Funktionen hatte. Die Switch hat das natürlich auch. Keine Ahnung, was für Features jetzt hier drin sind in dem Touch-Bereich. Mhm. Aber auf jeden Fall wirklich eine coole Collection. Kam ja leider nicht hier raus, als das released wurde, nicht released, sondern angekündigt wurde. War ich auch direkt super heiß, dachte, boah, geil, muss ich mir auch kaufen. Ja. Aber natürlich, Asia USK, ja, sind wir ja leer ausgegangen. Ja. Musste man natürlich importieren. Dann hat es natürlich auch so ein bisschen was gekostet, hat jetzt 76 Euro bezahlt, ist also nicht ganz günstig, aber für drei Spiele natürlich auch ganz cool. Mhm. Finde ich immer ein bisschen schade, muss ich sagen, dass wir da sehr oft dann auch leer ausgehen, aber da bin ich dann umso happier, dass es halt sowas wie PlayAsia gibt, wo man diese ganzen Imports gut kaufen kann. Genau. Ja. Ich habe es auch deswegen nur gekauft, weil das wurde halt auch auf YouTube öfter mal gezeigt und ich dachte mir so, ah geil, hier ist auch Atlus, ist ja eigentlich auch so eine Firma, die du ja gerne feierst, ne? Ja. Und das war auch so ein, ich bin ja gar nicht so dieser Dungeon-Crawler-Typ, aber es gibt immer mehr Dungeon-Crawler, muss man auch sagen. Und ich dachte mir, komm, wenn du den Titel verpasst, dann mich würde das dann wieder ärgern und so. Und deswegen habe ich jetzt auch da, was heißt in den sauren Apfel gebissen? Ja, mein Gott, ist 76 halt Euro, aber es war ja ein Normalpreis. Ich habe Die waren halt, die sind einfach sehr teuer auf den Markt gekommen. Eben, ist halt einfach sind ja auch drei Games. Also. Genau. Ja, weiter mit einem neuen Remake, auch hier wieder ein Atelier-Teil, Atelier, und zwar Atelier Mary, der Remake, The Alchemist of Salberg. Und ist halt wieder ein Atelier, wurde zum 25-jährigen Jubiläum, wurde das dann einfach, haben sie das geremaked. Mhm. Kam auch so ein bisschen, wie das Nintendo manchmal macht, so da hat so ein plötzlicher. Ja, genau, es wurde halt so plötzlich und einen Monat später oder zwei Monate später wurde es dann schon gedroppt. Ja. War auch ein guter Preis, 59 Euro habe ich jetzt bestellt bei VGP, auch mit dem englischen Cover. Und ja, ist halt ein Atelierteil, ne? Ja. Finde ich bei Nintendo auch immer ganz cool. Also ich gucke ja sehr gerne diese Directs und sowas. Ob es jetzt, sage ich mal, Nintendo Direct ist oder so eine Presentation von Sony. Aber bei Nintendo ist es halt immer besonders interessant, weil das wirklich manchmal so ist. Ein Game, von dem hast du noch nichts gehört und auf einmal so, ja, nach dieser Präsentation könnt ihr euch das Spiel vorbestellen oder wie auch immer. Mhm. Oder vielleicht sogar schon digital direkt kaufen und zocken. Mhm. Das finde ich immer super cool, weil da kommen halt wirklich mal so Spiele plötzlich, von denen man nichts gehört hat. Naja. Weil heutzutage ist das ja auch oft so, du hörst ja Gerüchte, weiß ich, von irgendwie Spielen, die noch voll in der Zukunft liegen und dann irgendwelche Leaks von GTA oder wie auch immer. Ne? Das ist halt irgendwie manchmal ganz cool, wenn man wirklich so ein bisschen überrascht wird einfach. Auf jeden Fall. So, Atelier. Der Simon ist ja der große Atelier-Fan, der Sammler hier. Hier haben wir direkt drei Stück in einer Collection. Ja. Supergeil. Auch PlayAsia, meine ich, ne? Ja, oder? Ja, es war ja auch bei VGP bestellt. Ah, okay, VGP. Ja, ja, okay. Mit dem englischen Cover. Das ist ja diese, hier steht es ja drauf, Atelier Mysterious Trilogy. Deluxe Pack. Genau, Trilogy Deluxe Pack. War jetzt auch leider nicht so günstig. Naja, bezahlt 95 Euro. Direkt, ist halt auch wieder so eine krasse Collection. War auch echt, ist halt einfach hoch angesetzt im Preis. Ja. Und dann nochmal Import etc. Genau. Teilweise gibt es hier leider auch digitalen Content.
Aber das sind dann eher nur so Soundtrack-Sachen. Naja, steht ja hier, ne? Etalier, Mysterious Trilogy, Deluxe Pack, Original Soundtrack, Download Code. Genau. Und halt Digital Artbook. Also man hat hier noch so Zusätze, aber die, sag ich mal, das tun halt nicht weh. Das Wichtigste, die Spiele sind halt auf der Cartridge. Genau, und das war auch zum Beispiel unter anderem bei Coolshop, aber dann direkt für 120 Euro. Ah, also ja, ist da ist man mit VGP oder PlayAsia schon weitaus besser bedient. Ja. Ne, wie, Und ja, bei VGP kann man ja auch, glaube ich, kostenlosen Versand über bestimmten Wert. 80 dann, Euro. Ne? Ist aber bei PlayAsia auch so. Ja, ja, genau. Aber das bei Coolshop ist es, glaube ich, auch so. Ne? Ja, und das war halt einfach das Brutale, weil sie haben direkt zwei Packs rausgebracht. Die haben dann auch dieses Atelier Dusk Trilogy Deluxe Pack rausgebracht. Das war halt wieder mal so ein richtiger, finde ich schon immer ein bisschen hart, weil auch das Game hat dann 95 Euro gekostet und jetzt rechnet euch das mal rauf, 95, da seid ihr mal eben bei 190 Euro. Und wenn ihr das dann schon für zwei Module, beziehungsweise, also es ist schon knackig. Nicht ohne, aber das sind halt so Collections, jetzt kosten die 95. Dann, wenn man diese Collection hat, überlegt, wenn jetzt, du hast ja noch die anderen Spiele, so, wenn man dann irgendwann mal sagt, in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, so, ich verkaufe jetzt meine Atelier-Collection, haut dann so welche Banger da raus. Ja, auf jeden Fall. Dann, und die sind ja, das sind ja, glaube ich, die DS-Teile, meine ich, ne? Das waren ja alles diese, das sind diese ganzen DS-Teile, ne? Das kann sein. Ich DS und Vita-Teile, irgendwie so war das, ne? Weil die haben das ja extra, die haben ja extra die drei Teile hier drauf gebracht, ne? Mit dieser, die drei Teile und einmal hier die drei Teile extra auf dem Modul mit raus. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass es auf der Vita einige gab. Genau, und auf der, auf dem DS ja auch. Es kommen jetzt mal ein paar Super Rare-Titel. Ich sammle ja auch hier und da mal Super Rare-Titel, weil die auch einfach richtig geile Physicals rausbringen. Unter anderem hatten sie jetzt dieses Wavetail. Ist halt auch ein Action-Adventure und ihr seid so ein Mädchen, das auf Wellen reiten kann und ohne Surfboard, beziehungsweise sie reitet auf einer Kopie von sich selber unter Wasser. Ah, okay. Super cool gemacht. Und ihr müsst euch mal den Trailer angucken, es ist einfach ein geiles Game. Das Spiel war halt einfach instant ausverkauft. 3000 oder 4000 limitierte Version. Und bei Super Rare ist das ja so, die splitten das ja immer. Wenn dann 4000 Stück da steht, dann werden 800 Stück mit dieser Kauf in so einem Dreier-Bundle. Und weißt du, so die splitten immer so ein bisschen, aber insgesamt gibt es halt wirklich immer nur 4000. Ich meine, jetzt bei dem Teil waren es sogar 4000 Titel. Ja, Wavetail einfach nur mega geil, mega happy, dass ich das noch bekommen habe. Ja, 48 Euro. Genau, 48 Euro, weil es ja direkt bei Super Rare gekauft wurde. Ja, nice. Geht bei eBay schon, glaube ich, bei 100 Euro los für den. Ja, Titel. Super Rare ist natürlich immer krass, ne? Was hast du denn hier, Super Rare? Taps Totally Accurate Battle Simulator, den, der war auch, glaube ich, sehr beliebt. Den gab es auch bei Steam als digitales Spiel. Und, hat auch eine krasse Bewertung bei Steam, also super geiler. Ja, genau. War ja auch damals irgendwie so ein bisschen bei den YouTubern beliebt. Viele haben dieses Spiel gezockt, weil es auch so absurd ist, weil man dann halt irgendwie Soldaten gegen Elefanten kämpfen lassen kann oder so ganz komische Sachen halt, ne? Ja. Ist halt irgendwie so ein sehr witziges Spiel. 48 Euro bezahlt, auch genau wie das andere Limited, also Super Rare Game. Genau, weil ich das in diesem Dreier-Pack gekauft habe. Okay. Unter anderem nur wegen Wavetail, weil ich die Single-Version nicht mehr abbekommen habe und mir dann diesen Dreier-Bundle kaufen musste, damit ich überhaupt noch Wavetail kaufen kann. Ja, und dementsprechend war dann natürlich auch dieses Pilgrims und Happy Game dabei. Da hat dann Super Rare hat dann zwei Spiele in eins gepackt auf Modul. Das ist halt, wie gesagt, einmal dieses Pilgrims und dieses Happy Game sind auch so Action-Adventure, super lustig gemacht, müsst ihr euch mal angucken. Pilgrims, da kann man dann halt so Items eintauschen und ein bisschen mit der AI kommunizieren. Mhm. Und bei Happy Games, da bist du in so einem Albtraum gefangen und musst halt so rausfinden,
Und sah ja auch richtig Psycho aus, ne? Ja, auf jeden Fall. So richtig witzig Ja. irgendwie. Und die gab es auch in Wendecovern. Also das ist ein Wendecover. Es Ah, gab okay. 2000 Stück mit dem Cover und 2000 Stück mit dem anderen Cover. Ich habe Ja. das mit einem Kollegen bestellt. Wir hatten auch beide Cover unterschiedlich. Ich habe mich dann dafür entschlossen, dass ich das Pilgrims Ach behalte so. als Frontcover und Ja. er Ja, das cool, Happy ja. Games nimmt als Ja, alle Frontcover. drei für 48. Ja, kannst Nicht nichts schlecht, sagen. ja. Ja, Moment, das war ja hier. Ja. Dann haben wir Haikyuu, was auch immer da Haiku. drunter steht. Haiku, genau, Haiku, nicht Haikyuu. Haiku. Haikyuu, ich war bei meiner Lieblings-Anime-Sendung. Wer Haikyuu kennt, kann jetzt auch einen Kommentar hinterlassen. Geil, mega geil, Der Volleyball. gewinnt aber nichts. Ja, Volleyball-Anime, mega Ja. geil. Okay, Haikyuu, auch, ja, wie gesagt, super rare Game. 49 für bezahlt, ein Euro Ja. mehr als die anderen. Ja, weil Das ist durch so ein den Single. Versand, genau, Single. Ja, okay, ja. Ja. Und ja, ach, hier steht sogar drunter, weil hier vorne konnte man es leider nicht erkennen, was hier drunter steht durch diesen Sticker. Aber hier steht auf der Rückseite Haiku the Robot. Also man spielt so einen Roboter. Ist, ja, sieht auf jeden Fall super interessant aus. Ich weiß, sagt mir jetzt persönlich nicht so viel. Ja, ist Das halt sind auch so ein Side-Scroller, so Metroidvania, ne? so ein bisschen so Jump'n'Run, ja. Ja. Cool War aus. auch, das war auch Instant Ausverkauf, Ah, ne? Das krass. war Instant Ausverkauf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Exemplare davon waren, 3000 oder 4000. Wäre natürlich mal interessant, immer zu sagen, wie viele davon produziert wurden, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja auch egal. Super Rare macht halt immer nur limitierte Auflagen zwischen 2000, 3000 und 4000 Stück. Ja, und so ist das halt einfach, ne? Ja. Gut, weiter geht's mit Super Rare Orbital Bullet. Hatte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, ist dann aber auch ja, so ein bisschen gefloppt im Verkauf. Gut, ich hab's jetzt, hat 50 Euro gekostet, war sogar noch mal ein Euro mehr, weil ich keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, warum da 49 und hier 50, aber es schwankt immer auch ein bisschen mit dem Ja, Umrechnungskurs. stimmt, ja. Und hier waren es dann halt einfach 50 Euro umgerechnet. Auch das habe ich nicht alleine bestellt, sondern mit einem Kollegen. Ist halt so auch ein Action-Plattformer, was man aber in 360 Grad spielt. Ja, das sah Ne? ganz witzig aus. Ich habe es nämlich damals Ja. auch bei Steam, glaube ich, gesehen gehabt, wo man dann letztendlich, man schießt und das fliegt halt einmal so im Kreis in dem Sinne. Ne? Das ist Genau. halt so ein bisschen von der Perspektive, wie du gerade schon meinst, so 360 Grad sieht super interessant aus. Genau. Man läuft halt wie auf so einem, ja, Tower, wie auf so einem Turm, der sich so dreht, genau, immer so auf so halt. einem Kreis quasi. Genau. Ja. 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 Super rare, weiter geht's. Was ist das? Post Void. Post Void. Ja. Post Void, kann man sehen, sieht sehr interessant aus, auch so ein bisschen creepy irgendwie, diese Das. Figur da oben drauf. Man kann leider auf der Rückseite auch nicht so viel erkennen, aber es sieht auch so ein bisschen blutig aus. Ja. Ne? Also so Ja, ein so ein bisschen Psycho, abgefuckt ja, ist richtig irgendwie. abgefuckt, Scam, so Psycho-Shit, ist so ein Ego-Shooter. Das Krasse ist, davon gab es wirklich nur 2000 Stück und die waren Ja, auch krass. instant ausverkauft. Also da habe ich in der, da musstest du in den ersten 2 Stunden bestellen, sonst war weg, ne? Und es war auch so. Und es war irgendwie 4, 5 Stunden gedroppt und dann war das sold out, ne? Ja. Ja, das sind Ja. auch eher so Games, also das sind vielleicht so Indie-Titel, von denen, also da müsste ich sagen, kenne ich nicht. Irgendwie Ja, noch nie von gehört, naja. aber schon interessant, dass Super Rare dann Naja, das halt müsst so ihr euch mal Games angucken, dieses Post Void. Sieht schon richtig krank aus. rausbringt. Ja, wobei ich die letzten 3 Super Rare-Titel, die jetzt rausgekommen sind, seit Post Void nicht bestellt habe. Ja, Da war noch okay. dieses Hello, I'm Nikki oder so. Ich glaube, das ist noch relativ. Sollte man sich jetzt bestellen, es ist fast ausverkauft. Und die anderen, die sind noch, glaube ich, weit, weit. Also noch an dieser Ah,50%-Marke. okay, Und ich kaufe ja auch eigentlich immer nur das ein, was auch schnell vom Markt ist, ja. weil Da hat man das. dann den höchsten Preisanstieg und Genau, sowas, ne? ich muss jetzt keine Super Rare Collection vervollständigen, dann könnte ich mir keine anderen Spiele mehr kaufen. Du weißt ja, wie das ist, aber Ja, so war die genau wie die anderen. Ich weiß nicht, ob ich Banger-Titel. schon gesagt hatte, 50 Euro. Ja, 50 Euro, gut. Ja, dann geht's jetzt weiter mit Limited Run und zwar überwiegend über VGP.
sehr viele Reprints hat VGP rausgeballert. Jetzt habe ich endlich mal zugeschlagen. Super geile Limited Run Titel, die man so nicht mehr wirklich bekommt. Eigentlich nur noch über VGP als Reprint, die auch extrem teuer sind. Unter anderem dieses Isp Galuda ist halt auch ein Schmapp oder Bullet Hell Shooter. Und das ist sogar Isp Galuda 2, hat jetzt gekostet 50 Euro. Ja, die Games fangen halt bei eBay so 85 Euro aufwärts an. Und ja, wie gesagt, ist halt ein normaler OVP-Titel, wie er jetzt bei Limited Run auch wäre. Ne? Wie gesagt, VGP nimmt da ja keinen, also in den seltensten Fällen nehmen die mal mehr Geld, aber das war jetzt so ein Titel, den hat man einfach zu einem OVP-Preis bekommen. Ja, nice. Was haben wir hier? Lost Words Beyond the Page. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Words hold immense power. Also genau. Vom Gameplay auch so ein ja, Jump'n'Run-Adventure, Sidescrolling. Genau. Sieht auf jeden Fall so grafikmäßig sehr schön aus. Genau. Und ihr müsst mit diesen Wörtern so Rätsel lösen, öffnet zum Beispiel dann so Brücken, könnt auf diesen Wörtern laufen und so. Und das Spiel kommt ja ursprünglich auch von einer anderen Konsole. Ich meine, das kommt sogar vom DS oder so, wo du auch mit dem Stift interagieren konntest. Ah, ja, okay. Genau. Ja, bezahlt 32, also geht eigentlich klar. Ja. Und sieht auf jeden Fall interessant aus. Sieht super geil aus. Ja. Genau, dann kommen wir hier einmal zu Moon. Das müssen die meisten ja auch schon kennen, weil der Simon da so einen Short draus gemacht hat. Moon, Fake and Real, ist ja ursprünglich von der PlayStation 1. Ja. Hat gekostet 40 Euro. Das kam in einem Reprint auf VGP. Ist aber, glaube ich, bei denen in der falschen Kategorie gelandet. Ich hatte es dann mit anderen Spielen bestellt, weil ich auch gedacht habe, es wäre wirklich ein Reprint. Dabei ist dann einfach herausgekommen, dass sich VGP vertan hat und das eigentlich in der Pre-Order landen sollte. Also bei VGP als Pre-Order, wie auch bei Amazon und überall woanders. Das Coole war, VGP hat es dann runtergenommen, aber die Leute, die es bestellt hatten, haben es dann einfach bekommen. Ja, und hatten es dann quasi vor Release Einen Monat oder zwei Monate vor Release hatte ich das Game schon. Ja, coole Sache eigentlich. Aber dadurch, dass ich ja eher so der Sealed-Sammler bin, kannst du es natürlich auch nicht früher zocken, weil es eher drin bleibt, ne? Eingepackt bleibt. Bei dem Game, wer es noch nicht kennt, ihr seid halt so ein Held und es ist einfach mal die umgekehrte, vice versa, so, ihr tötet nicht, sondern ihr versucht das RPG mit Liebe durchzuspielen. Ja, experience the love. Also ihr wollt nicht töten, sondern ihr wollt, es ist halt ein RPG, wo ihr die Gegner mal nicht töte. Muss ziemlich geil sein, sonst hätten sie es nicht nochmal als Switch-Release. Ja. Nächstes Spiel, Iron Fury. Welcome to Iron Fury. Sieht aus wie ein First-Person-Shooter, ne? Genau. Ist so ein bisschen Doom-mäßig, ja. Beziehungsweise, wie heißt der andere nochmal? Duke Nukem. Ja, stimmt, ja. Genau, ist eher so Duke Nukem. Nicht Doom, eher Duke Nukem. Ja. Weil auch sie hat auch wohl so Sprüche auf Lager. Ach so. Und, genau. So ein bisschen witzig quasi. Ja. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ja, hast bezahlt 32 Euro. Genau. Also, ich meine, dass gibt es auch bei uns als PEGI-Version oder sich? Es gibt auf jeden Fall zwei verschiedene Publisher, die das gedroppt haben, aber mir war dieses Iron Fury von Limited Run. Das Cover anders oder was? Das Cover anders. Ich glaube, da ist es auch auf Modul. Ich meine, bei dem anderen war es als Download-Code oder so. Kann sein. Sowas. Kommt ja auch oft so vor, ne? Dass dann irgendwie. Ist ja. Keine Ahnung, bei den Final Fantasy-Titeln, die wir auch schon mal angesprochen haben, so, ne? Leider, ne? Hier gibt's sie in Code und in, Asien gibt's sie dann halt als Physical. Preis dazu gesagt? Habe ich gesagt, 32 Euro. Ja, dann geht's weiter mit Panzer Paladin. Das Cover sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Gibt's auch als doppeltes Cover. Ich weiß nicht, ob es, ich meine auch, das wäre ein Wendecover. Bin aber froh, dass ich das Cover habe. Meiner Meinung nach das geilere Cover von beiden. Hat gekostet 53 Euro. War auch ein Reprint auf VGP. Auch instant ausverkauft. Danach gab es nochmal einen kleineren Badge.
instant ausverkauft. Das ist auch ein Metroidvania Sidescroller, so ein bisschen auf 8-Bit, also 8-Bit. Soll auch super geil sein, weil das einfach in Kombination mit so einem Paladin ist. Und genau, ihr seid diese Frau in diesem Suit-Anzug, womit ihr kämpfen könnt mit der Peitsche, aber dann halt auch diese Elemente mit diesem Panzerpaladin, wo ihr euch reinsetzen könnt, bisschen Transformer-like so und da nochmal ragen könnt. Also Gundam. Ja, super geiles Game. Bin auch mega happy, dass ich das zu dem Preis bekommen habe, weil die Preise auf eBay einfach abnormal sind. Na, krass. Ja, auch ein Reprint, ne? Ja. Hast du mir gezeigt. Mighty Goose. Auf jeden Fall super witzig, das Spiel. Das ist, erinnert halt so ein bisschen an diese Metal Slug Games. Genau, ja. Ich weiß nicht, hoffentlich kann man das auf den Bildern erkennen. Ja. Auf jeden Fall super witzig, vor allem das Cover mit dieser Ente da drauf. Ja, ja. Voll geil. Also, was heißt Ente? Goose ist ja Gans. Gans, Gans. Gans, stimmt. Ente, Gans, Schwan. Ja, ja, alle. Ja, 40 Euro für bezahlt. War halt auch, bei VGP so ein VGP Reprint. War mit bei den Reprints Limited. War auch super schnell weg, als der Simon mir gezeigt hat, dass es halt so quasi Games gab, war das auch schon ausverkauft. Das ist super krass, das geht ruckzuck. Limited Run, wir haben ja schon drüber geredet, die droppen ja, mittlerweile hat das schon gar nichts mehr irgendwie mit Collectibles zu tun. Ja. Die wollen einem ja wortwörtlich schon das Geld aus der Tasche saugen und die droppen so viel, dass man gar nicht mehr hinterherkommt als Otto-Normalverbraucher. Und ich gebe ja schon scheiße viel Geld aus für Games. Ja, ja. Und ich bin auch irgendwann, komme ich mal an so einen Punkt, wo ich mir denke, boah, Junge, ey, du kommst nicht mehr hinterher. Ja, ja. Ne? Und deswegen ist VGP eigentlich schon mal eine coole Sache, weil du da nochmal die Chance hast, geile Titel nachträglich zu kaufen, die mittlerweile gut an Wert haben, wo ihr bei eBay weitaus viel mehr ausgeben müsstet, bis schon fast das Doppelte oder das Dreifache. Ja, ich muss sagen, das ist halt irgendwie das. Ich muss aber sagen, das ist das Coole an Limited Run, weil du ja auch ein bisschen so die Möglichkeit hast, zu bestellen in einem bestimmten Zeitraum. So ist es ja mittlerweile. Genau, ne? Das heißt, von 1.10. bis zum 1.11. hast du dann die Chance, das und das Spiel zu bestellen. Danach ist das weg. Ist natürlich blöd für die Leute, die jetzt genau in dem Zeitraum das verpasst haben. Das macht es dann so limited. Ne? Aber du hast halt auch nicht dieses Problem mit Scalpern oder so, dass du sagst so, boah, das ist eine geile Edition, da muss ich jetzt, haben die ganzen Bots alles weggekauft, Ende. Jetzt musst du es für den dreifachen Preis bei eBay kaufen. Ne? Genau. Das ist halt der Vorteil bei Limited Run, so das on demand. Genau, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist aber, es bringt dir halt nichts, wenn Limited Run selber 5 Games rausbringt in verschiedenen Produkten. Ja, weißt du, dann hast ja, du die normale Version, dann hast du eine Deluxe, eine Collectors. So, und klar, natürlich, du könntest jetzt immer die normale Version kaufen, aber wenn du die normale Version kostet dich ja bei Limited Run mit Import ein Fuffi. Ja. So, und wenn die jetzt 4 Games droppen, dann bist du schon bei 200 Euro für 4 Spiele. Naja. Und du weißt jetzt, wie das ist. Klar. Wenn du, ne? Also, du kannst ja schon fast gar nichts anderes mehr kaufen, wenn du jetzt nur noch in die Produkte da bezahlst. Und deswegen finde ich den Weg über VGP ein bisschen angenehmer, weil man muss nicht alles kaufen und kann dann noch mal ein halbes Jahr später oder ein Jahr später über VGP sehen, was ist gut im Preis gestiegen und kauft sich nur die Spiele bei VGP, um halt ein bisschen diese Limited Run Collection beizubehalten, Es ist halt, das ist natürlich blöd, wenn dann wirklich so viele Versionen und Spiele gleichzeitig rauskommen, dass du entscheiden musst, was du kaufst und danach ist es halt weg. Das ist genau. Das ist aber so ein bisschen dieses FOMO, ne? Feeling of missing out, dass man irgendwie so viele Sachen eigentlich holen will, die man dann doch nicht holen kann, weil irgendwo muss jeder dann Abstriche machen, außer du hast ein paar Millionen auf dem Konto und gibst dir dann alles. Genau. Aber so ist das halt. Jetzt driften wir ein bisschen zu weit ab, aber haben wir darüber auch mal geredet. Ja, weiter geht's mit Fatal 12. Fatal 12. Und zwar, warte mal, das da drunter kann man nicht lesen. Nein, leider nicht. Fatal 12 ist so ein Visual Novel Dingsbums da hier für den Justin. So ein Fab-Gespiel, wo die kleinen chinesischen Mädchen... Der hat gar keine Ahnung. Ja, ich hab's halt auch einfach nur geholt, weil es halt... weil die Preise bei eBay halt nicht normal sind und der Titel eigentlich ganz gut sein soll. Mir gefällt halt die Coverart am meisten davon.
Der Simon. Der legt das schnell weg. Da will ich nicht weiter drüber reden. 50 Euro näher, weil der Justin, seitdem der das Spiel gesehen hat, hat er da so eine Beule in der Hose. Ja, ja. Ja, was haben wir hier? Rhapsody. Was ist das? Mal Kingdom Chronicles. Ja. Auch ein sehr neues Game, ne? Vor kurzem rausgekommen. Ja, ist ja oder? Einfach nur eine Collection. Ja, ja, diese genau, Rhapsody genau. Collection, Teil 2 und Teil 3. Genau, genau. Teil 2, Teil 3 wurde, glaube ich, auch in diesem Direct von Nintendo dann irgendwann angekündigt. Ist natürlich super cool, ist halt so ein JRPG. Ja. Und sieht auch mega geil aus. Ich finde allein schon die Artwork, also das Cover super geil. Und ja. Nochmal das Cover. Es ist ein unheimlich geiles JRPG. Und, ja, hast bezahlt 50 Euro ja. quasi zu Release. Ja. Ist halt die USK-Version, kam halt hier auch raus. Genau. Kann man sich immer noch bestellen. Genau. Wer weiß wie lange, muss man sich mal überlegen. Muss man sich echt überlegen. Also das ist ja auch von NIS. Also jetzt nicht NIS America, normalerweise steht ja NIS oder NIS America. Mhm. In dem Fall ist es ja nur NIS, weil es ja die USK-Fassung ist. Sonst muss man sich immer die Imports kaufen. Deswegen bin ich mega happy, dass sie das bei uns gedroppt haben. Ich habe es so im Laden mitgenommen und deswegen auch den Fuvi bezahlt und war es mir einfach wert. Ja, ja. Ne, genau, das hat jetzt mit den Limited Run Titeln nichts zu tun. NIS America, hier haben wir es nämlich, und zwar The Liar Princess and the Blind Prince. War auch lange Zeit bei VGP ausverkauft. Mhm. Kam jetzt einfach als Restock, Reprint rein, ist auch immer noch erhältlich, ist aber mittlerweile der dritte Batch. Mhm. Der zweite Batch war auch instant weg, der dritte Batch hält sich jetzt gerade ein bisschen länger. Deswegen ist es auch bei eBay mittlerweile im Preis gesunken und 41 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, nicht schlecht. Ja. Guckt es euch einfach mal an. So ein Side-Scroller-Jump'n'Run. Ich habe es damals auf der Vita tatsächlich gespielt. Ja. War aber, glaube ich, Game, ne? Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, auch so Artwork-mäßig sehr cool und ist halt was Besonderes, finde ich. Ja, deswegen haben sie es ja auch nochmal für die Switch dann gedroppt, sonst hätten sie es ja gar nicht gemacht. So, dann haben wir hier God Wars The Complete Legend, ist halt eher auch so ein Tactical RPG-mäßiges Spiel, wie Tactic Ogres, Final Fantasy Tactics. Da sind wir wieder bei Tacticals, genau, ne? Ja. Aber das ist natürlich auch so ein Titel, der, ja, den würde ich halt auch schon eher als Nische betiteln, weil, also God Wars habe ich persönlich noch nie was von gehört, bevor ich das halt gesehen hatte bei PlayAsia. Also ist halt auch eher so ein Titel, den nicht alle Leute kennen, hat jetzt 34 Euro für bezahlt. Genau. Ist ja auch eigentlich ganz cool, vor allem. Gab es aber gesagt, auch als USK-Fassung. Ja, ja, habe ich gesehen. Genau. Ja, genau. Aber. Wie gesagt, die ist ja auch mittlerweile ausverkauft. Ja, ausverkauft, zu teuer und war mir jetzt auch im Endeffekt dann egal. Jetzt habe ich es halt einfach durch VGP als Reprint bekommen. Und du hast es ja auch schon festgestellt, ganz oft sind ja die Reprints bei VGP immer englisch-französisch auf dem Cover. Sehr oft, ja. Hier steht jetzt leider nicht dabei, wie viele Titel das drei. Sind. Ach, drei Stück. Stück. Könnte man sich denken, bei drei Personen auf dem Cover. Genau, aber genau, so ist das auch gewesen, so ist es auch gedacht. Ne? Ja, nicht schlecht. Ja. Ja, 34 Euro für drei Games, kann man nichts sagen. Ja, kann man nichts sagen. So, dann habe ich einen Titel hier, und zwar dieses Freedom Planet, auch ein Limited-Run-Titel. Und hierzu muss ich aber sagen, das war nicht von VGP, das habe ich, glaube ich, sogar bei eBay gekauft. Habe ich auch echt Glück gehabt, war jetzt war 50 Euro habe ich dafür bezahlt, ist jetzt nicht so viel, ist nämlich 35. Die Nummer 35 von Limited Run. Also schon sehr, sehr früher Titel. Sehr, sehr früher Titel. Und ihr könnt das euch so ein bisschen vorstellen wie hier The Vikings, ne? Oder wie ist das Lost nochmal? Vikings. Lost Vikings, das? Ne? Ja. Für Super Nintendo. Ich habe das geliebt, dieses Spiel. Wo ihr, ne, ihr habt hier drei Charaktere und jeder Charakter bringt eine andere Fähigkeit mit ins Spiel und das kombiniert ihr dann so ein bisschen. Ne? Der eine sitzt hier auf seinem Motorrad und guckt es euch einfach mal an. Der Grund, warum ich mir das Spiel gekauft habe, ist, weil der zweite Titel über Limited Run angeteasert wurde, beziehungsweise geleakt wurde, eins von beidem.
Und dann dachte ich mir, oh geil, und das ist halt total eskaliert im Internet. Die Freunde, die Leute sind mega gehypt da drauf. Und dann dachte ich mir, gut, wenn jetzt ein zweiter Teil davon jetzt rauskommt, jetzt noch schnell den ersten snacken. Und genau so hat es auch funktioniert. Ja. 50 Euro, das heißt, der zweite Teil kann kommen, ich bin vorbereitet. Ja, das Spiel werden wahrscheinlich die wenigsten kennen. Doom. Ja, ist quasi die Classic Collection Doom, also The Classics Collection Doom. Da ist Doom 1, Doom 2 und Doom 3 sind da drin. Limited Run. Ja, was soll man Doom? Ist halt Doom, ja, ne? Doom in der kompletten Collection, auch wirklich Theologie, auf Cartridge. Genau, ne, gab's 50 ja Euro. Ja. Also, gab's ja auch in mehreren Ausführungen teilweise, aber dann mit Download-Links, Download-Codes und so. Ja, ja, genau. Und damit konnte ich jetzt endlich auf dem normalen Wege meine Doom-Collection vervollständigen mit dem Doom 64. Hab jetzt auch keine Deluxe-Edition oder Retro-Edition, sondern einfach nur das Modul. Normalpreis 50 Euro. Ja, ist ja sowieso schon was Besonderes, wenn man es einfach Modul hat. Genau, ne? Ja. Ja, weiter geht's dann mit der Double Dragon und Kunio Kun Version. Ist halt auch eine Ansammlung von sehr vielen Double Dragon Teilen, die wirklich die alten klassischen Teile mit diesem Kunio Kun. Da sind dann unter anderem auch hier ganz verrückte Spiele drauf. Das sind ja dann hier so Highschool Football, Soccer Story, Dodgeball und sehr witzig, ja. Müsst ihr euch einfach mal angucken. Hier sind wirklich sehr, sehr viele das sind jetzt kleine Games. Ja, sind also halt kleine Games. Das ist ja so, ist ja aus der Super Nintendo oder NES Saga irgendwie so. Und Zeit-Ära, wie auch immer. Ja, 50 Euro kam jetzt noch mal raus. Hatte ich jetzt noch mal Glück. Ja. Genau. Next. Monster Sanctuary. Wir hatten ja schon Nexomon als Pokémon, jetzt haben wir quasi Monster Sanctuary nochmal als Pokémon-Art von Game. Ja. Obwohl das ja ein bisschen anders ist. Also es ist halt, du hast halt Monster, aber es ist, glaube ich, nicht so rundenbasiert, oder? Also das sieht mehr, wobei, es könnte sein, dass es, ich will jetzt hier keine falschen Informationen verbreiten. Auch nicht so. Aber man sieht halt schon, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist halt so von dem, so ein bisschen so Sidescroll-mäßig. Genau. Also so ein bisschen. Es erinnert so ein bisschen an Terraria, so diese Pixel-Art. Ich finde auch diese Art. Ist so, das, ja, man denkt erstmal so, oh, wie geil, so wie so ein Terraria. Ja, ja. Und wie gesagt, mit Pokémon-Elementen. Ich meine, aber das wäre rundenbasiert. Ja, hier, ne? Also steht Pixel-Art Monster Collection Game featuring Metroidvania Side-like Side-View Visuals. Ja. Und Turn-Based Combat. Genau. Da haben wir's. Ist auf jeden Fall super interessant, also wirklich so eine coole Mischung irgendwie. Ja, richtig geil, ist auch super geil, hat auch super geile Bewertung auf Steam und deswegen habe ich mir gedacht, eine coole Collectible für die Switch. Ja, 44 Euro, kann man nicht sagen, wie gesagt auch Limited Run. Ne? Ja, genau. Dann haben wir einmal hier Dawn of the Monsters, ist so ein bisschen, wer diese alten Godzilla-Spiele kennt, diese Clash of Monsters und sowas. Ihr spielt da halt einfach so ein Monster, aber es ist halt ein Beat'em-up, also ihr kämpft jetzt nicht gegeneinander, sondern genau umgekehrt, es ist halt auch so ein Couch-Koop zu zweit. Ja. Ihr seid einfach zwei übergroße Monster, so wie Godzilla, die Stadt ist klein und dann verprügelt ihr andere Monster und smasht dabei so ein bisschen die City. Und war auch eine Zeit lang ausverkauft und der zweite Batch war auch ausverkauft. Ich habe es dann im zweiten Batch bekommen für 44 Euro. Mittlerweile gibt es aber bei VGP sogar einen dritten Batch. Ah, okay. Ich meine, er wäre jetzt auch ausverkauft. Das ist eine Ansage. Valis oder so. Valis. The Phantom Soldier. Phantasm Soldier Collection. Genau. Hier. Und zwar ein Sidescroll, was so ein bisschen grafisch wie so Probotector aussieht irgendwie. Ja, genau. Es gibt so mehrere Teile davon und das ist ja auch wieder ein japanischer Comic. Ne? Das läuft, glaube ich, bei den Japanern auch wieder im Fernsehen, so eine Kinderserie. Und diese Phalis One Collection beinhaltet noch diese ganz alten Teile. Ja, 1, 2 und 3. Genau.
Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. 44 Euro, genau. Limited Run Game. Genau. Ich glaube, das ist alles so sehr, sehr ähnlich im Preisverhalten. Genau. Ne? Deswegen hier auch Fahles 2, also die zweite Collection, so gesehen, habe ich jetzt mal vorgezogen, weil die kommt bei Limited Run erst später in der Nummerierung. Ah, okay, ja. Und hier habt ihr dann auch noch mal 4 weitere Teile drauf. Ich meine auch hier, das ist immer so ein bisschen bunt gemischt, ja, einfach kreuz und quer, aber nagelt mich jetzt da auch nicht so fest. ich hatte auch vorher erst die Collection und später erst die Collection, einfach weil die Collection dann auch nochmal über VGP rauskam. Ja, auch hier 48 Euro. Teil 1 und Teil 2. Limited Run. Wir kommen zu den letzten 3 Spielen. Oh, ja. Ihr habt es fast geschafft. Haltet durch. Ja, was war das nochmal? Shadow Man, ne? Ja. Man kann es so schlecht lesen, aber ich kenne das Spiel. Ja. Shadow Man Remastered. Ich habe es damals, glaube ich, auf dem PC gespielt. Das war ja auch, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr PlayStation-Titel auch. Ja, es gab PlayStation, aber ich meine, es gab es auch auf PC, wenn ich mich nicht irre. Ja, kann sein. Gab es aber auf PlayStation. Ja, genau. Ist auch ein super alter Titel, ne? Also wirklich alt. Und ja, dementsprechend jetzt als Physical auf der Switch. Ja. Und ja. Auch wieder bei VGP Fall, Reprint genau, abbekommen. Limited Run Game über VGP 44 Euro, wie die anderen Titel. Ja. Also auf jeden Fall eigentlich ja, so ein cooles Sammlerstück. Ja, definitiv, eigentlich schon, definitiv. Also es kann man sich, sollte man mal gucken als Collector, ist schon ein geiles Teil. Genauso wie dieses hier, Blade Runner, und zwar die Enhanced Edition. Wurde ja überarbeitet, habe ich jetzt bezahlt für auch 38 Euro, war auch ein VGP Reprint. Und ja, Blade Runner, ne, die haben ja die Backgrounds auf HD gemacht, aber ich meine die Effekte und die Charaktere noch so gelassen wie auf PC. Ah, okay. Ne, hat dann für eine geteilte Meinung gesorgt unter Fans. Die einen fanden es cool. Die anderen fanden es ein bisschen blöd, weil diese HD-Hintergründe mit diesen pixeligen Charaktere so ein bisschen... Im Kontrast steht, ne? Das ist so ein bisschen... Ja, ja, aber alles in allem ist das Spiel doch sehr gut angekommen. Ich weiß nicht, habe ich gesagt, 38 Euro und ist, glaube ich, mittlerweile auch wieder ausverkauft bei VGP. Ja. Letztes Spiel... Ein Spiel, das ich auch kenne, Night in the Woods, war ja auch bei Steam sehr beliebt, ist halt so ein Adventure-Game, so ein bisschen, also erinnert mich persönlich ein bisschen an so ein Point-and-Click-Adventure, also man läuft halt durch die Stadt, redet mit den Leuten und ja, mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, also so genau habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Game. Auch ja. Das, ich muss auch sagen, das Cover finde ich sehr, sehr geil. Sehr geil. Irgendwie. So gibt es ja auch für PlayStation 4, ne? Mit dem Schriftzug. Ja. Ja, hat 48 Euro bezahlt für ein Limited Run Game. Ja. Ist mittlerweile auch der dritte Badge, ist jetzt schon sold out. Ja. Ist richtig krass. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Simon, wir haben es geschafft. Oh, Junge. Oh. Junge, ihr habt's geschafft. Ihr habt's geschafft. Ihr habt's geschafft. Und wir haben's geschafft. Die tapferen hier. Die tapferen Spielgruftler. Ja, krass, ey. Also, ja, Respekt an alle, die es wirklich geschafft haben, sich hier durch die Videos zu kämpfen. Obwohl ich sagen muss, es macht auch einfach Spaß, über die Games zu reden, die man sich so geholt hat, warum man die geholt hat. Irgendwie coole Geheimtipps hier, gerade vom Simon. Also wirklich, mir macht das immer... Mr. Xbox, Dr. Xbox, Mr. Collector Bull. Mittlerweile der Collector Boy hier. Ja, ne? Der Collector Boy. Switch Collector Boy. Aber ist mal wieder hart eskaliert. Also. Ja, krass. Aber wie gesagt, macht Spaß. Ich finde die Videos immer richtig cool. Ich finde die auch richtig cool. Und ich hoffe, oder wir hoffen, ihr findet die genauso cool. Auch hier wieder... Ja, knallt mal ein Kommi rein. Was meint ihr so? Wie findet ihr das Ganze so? Auch mit diesen ganzen Limited Run und Reprints auf VGP. Seht ihr das genauso? Ja. Sollte man da mal so ein bisschen immer Abstand von nehmen und warten, was sich so preislich gut entwickelt und dann einfach, sag ich mal, im Nachhinein kaufen? Oder, ja, ich weiß ja nicht, ob es jemand gibt, der uns zuguckt, der da wirklich... Ebenfalls so ein krasser...
Genau, so der es auf die Beine ist. Stellen kann, da wirklich immer und überall zu kaufen, aber ja. Ja, irgendwo muss man immer die... Es ist halt schwer, ne? Ja. Sammelt man Super Rare, sammelt man Limited Run, sammelt man Premium Edition oder kauft man lokal... Es ist einfach, ihr seht's ja, es ja, ist, ist krass. Einfach too much. Und irgendwo muss ja Simon natürlich auch einen Cut machen, sonst geht das Video demnächst 10 Stunden. Ich und muss dann ja auch die Miete noch bezahlen können, ne? Ja, ja, der Simon so. Ja, tut mir leid, Strom abgestellt, aber alle super Rare Games hier liegen. Das ist eine Kerze, die hier leuchtet. Ja, ja, genau. Naja, gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ne? Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Hier gibt's immer richtig fette Collectibles. Ja, und ihr könnt euch auf jeden Fall auf das vierte Quartal folgen, freuen. Da kommen nämlich auch nochmal so richtig geile Games an. Ja, ich bin gehypt. Auf jeden Fall. Also, wir sehen uns.